Linguistik in 60 Sekunden, zwei Sprachstufen des Deutschen. Beruht die Periodisierung des Deutschen vor allem auf sprachexternen Faktoren? Ungefähr 1000 Jahre vor Christus entwickelt sich das Germanische aus dem Indoeuropäischen mit der ersten oder germanischen Lautverschiebung. Das Hochdeutsche bildet sich aus dem Germanischen heraus und weist besondere Merkmale im Bereich des Konsonantismus auf. Diesen Wandel bezeichnet man als zweite oder hochdeutsche Lautverschiebung. Die Merkmale, die das Germanische aufweist, bleiben in den Varietäten des norddeutschen Raums erhalten. Das wurde unter anderem deutlich in der älteren Bezeichnung des Altsächsischen, die diesen typologischen Zusammenhang noch abbildete. Heute spricht man vom Altniederdeutschen und markiert durch Nieder- und Hochdeutsch nicht nur den Raum, sondern auch, dass die Varietäten des Nordens die zweite Lautverschiebung zwar nicht mitgemacht haben, aber dennoch als Deutsch aufzufassen sind. Zunächst muss man sich also fragen, was man unter dem Deutschen versteht. Schließt man das Niederdeutsche mit ein, wie man das vernünftigerweise tun sollte, dann steht initial unter anderem mit der zweiten Lautverschiebung eine sprachinterne Entwicklung. Danach bestimmen maßgeblich sprachexterne Faktoren die Periodisierung.